Und da er hier vor einigen Wochen gesichtet wurde... Wow, 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 wow. Daniel, was soll die Scheiße? Was? Der Typ treibt sich hier rum? Soll das ein Scherz sein? Wo habt ihr eure Eier gelassen? Auf den Kerl ist 6000 Macher Kopfgeld ausgesetzt. Wahrscheinlich trägt er nur ein Feuerzeug mit sich und wir sind zu dritt. Vollkommen egal, wie viele wir sind. Der Typ ist ein beschissener Psycho. Jetzt verstehe ich auch, warum hier niemand Ferien machen will. Regt euch ab. Wenn der Kerl wirklich hier wäre, dann wäre er schon längst aufgetaucht. Jacob hat recht. Das war eine beschissene Idee, hierher zu kommen. Wir packen unser Zeug und nichts wie weg von hier. Ich habe dir vertraut. Ich habe dir vertraut. Nie wieder unternehmen wir was zusammen. Okay, okay. Wir gehen zuerst zurück ins Haus, wo wir sicher sind. Ich rufe meinen Bruder an. Er soll sich über diesen Kerl und dessen Aufenthaltsort informieren. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wie wir annehmen. Vielleicht beobachtet uns dieser Verrückte schon und wartet nur auf die passende Gelegenheit. Vielleicht solltest du mal prüfen, wo du deine Männlichkeit gelassen hast, du Weichei. Vielleicht solltet ihr beide mal die Schnauze halten. Wir gehen jetzt rein, ich lasse das durch meinen Bruder prüfen und dann sehen wir weiter. Los geht's. Danke, Mann, du bist mir eine große Hilfe. Bitte melde dich, sobald du was hast. Es ist wirklich dringend. Sollen wir so lange warten? Jede Minute kann entscheiden. Er meldet sich ja gleich wieder. Lade mal dein Handy auf, vielleicht brauchen wir es noch. Daniel, du bist uns allen noch eine Entschuldigung für das Geld und für diesen unsinnigen Trip schuldig. Mann, wie lange dauert das noch? Das Telefon ist tot. Das Telefon ist tot. Okay, Leute, wir packen sofort unser Zeug und nichts wie weg von hier. Das Auto brennt! Das Auto brennt! Oh Mann, so hatte ich das aber nicht geplant. Halt Maul. Jacob, gib mir dein Handy. Siehst du, was du angerichtet hast? Du hast gesagt, du hättest dich geändert. Du hast gesagt, es gäbe keinen Haken bei dieser Sache hier. Und jetzt? Was ist das alles hier? Bla bla. Wenn ich wie geplant Stellung bezogen hätte, hätte ich diesen Typen schon längst ausschalten können. Wegen dir und deiner Panikmache ist mein Auto niedergebrannt. Hier geht es aber nicht um dein scheiß Auto, sondern um unser Leben. Mensch, kapier das doch mal. Ich brauche das verfluchte Geld verdammt nochmal. Du hast keine, wirklich keine Ahnung, was ich aktuell durchmache. Vielen Dank. Die Polizei ist verständigt. Die dürften so in etwa einer halben Stunde da sein. Solange bleiben wir einfach hier und warten. Außerdem hat Daniel ja noch das Gewehr. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Das nächste Mal überlege ich mir zweimal, ob ich... Daniel, prüf das obere Stockwerk. Scheiben sind zu Bruch gegangen. Ach, wirklich? Idiot. Und wir haben hier oben ein großes Feuer. Wir müssen hier raus. Oh Gott, das muss ein Albtraum sein. Okay, wir bleiben alle dicht zusammen. Erinnert ihr euch noch an die Brücke, über die wir gefahren sind? Sie ist der einzige Draht zur Außenwelt. Wenn wir da drüber kommen, dann müssen wir nur noch die Brücke im Auge behalten, damit er uns nicht folgen kann. Gute Idee. Also los. Seht nur, er hat die Brücke auch schon angezündet. Wir müssen uns beeilen. Na kommt schon, schneller Leute, schneller. Oh Mann, wenn wir da durch wollen, dann wird's ganz schön heiß.
Das schaffen wir nicht. Wir müssen wieder zurück. Nein, diese Richtung führt uns in den sicheren Tod. Aha! Daniel, knall den Psycho ab! Wach auf! Komm schon, bitte! Du hast schon wieder vergessen, dir den Wecker zu stellen! Na los, bitte steh auf! Wir müssen schon losgefahren sein! Steh sofort mit deinem Arsch auf! Was habe ich dir gestern an deinem Gartenzwergzaun gesagt, hä? Bist du zu dumm, um dir deinen Wecker zu stellen? Musst du schon wieder so aufbrausend werden? Ray bekommt noch Ärger mit den Nachbarn! Ich hatte einen absoluten Albtraum. Ich habe wirklich überhaupt nicht gut geschlafen. Bitte gib mir eine Minute, okay? Wow, du bist aber schnell wach, Ray. Na egal, komm jetzt endlich. Mir riechen schon die Marshmallows, die wir heute Abend am Lagerfeuer brutzeln. Aber nein, du liegst hier in deinem Prinzessinnenbett herum, schläfst den ganzen Tag. Hey, ich habe dir doch gar nicht von der neuen Serie erzählt, die nachmittags im Fernsehen kommt. Um die Zeit läuft auf vielen Kanälen nur Trash. Außerdem bin ich berufstätig, ich arbeite um die Zeit. Die haben den Alltag einer Familie festgehalten. Der Sohn dealt mit Drogen, die Tochter nimmt sie und der Vater ist ein Alkoholiker auf... Bla 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 bla. Glaube nie etwas von dem, was du da siehst. Ich meine ja nur, es gibt viele arme Schweine da draußen. Hast du Ohrenschmalz in den Ohren? Ich sag du sollst das nicht glauben. Das ist nicht echt. Aus welchem Grund auch sollte man das Leben einer scheinbaren Durchschnittsfamilie dokumentieren? Da müssten die Kamerateams schon unterbesetzt sein, um auf so eine Schnapsidee zu kommen. Siehst du, ich bin schlauer als du. Nein, das war nur ein Test, um zu schauen, ob du auch ein Gehirn hast. Es ist alles wie im Traum. Es ist alles wie im Traum. Wie seid ihr hier reingekommen? Deine Tür stand auf. Wir konnten einfach reingehen. Sie lässt sich auch nicht mehr schließen. Vielleicht steckt hier ein Cent drin. Ey, voll krass, Alter. Daniel, hast du ein neues geleastes Auto? Ja, woher weißt du das, du Nase? Oh Gott, es ist alles wie im Traum. Also ich verstehe nicht ganz. Fahren wir endlich? Nein, wir dürfen nicht fahren. Habt ihr das verstanden? Wenn wir fahren, dann sterben wir. Daniel, der Ort... zu dem wir fahren. Geht's dir nicht gut? Du musst dich beruhigen. Was ist nur los mit ihm? Keine Ahnung, aber wir müssen irgendwas tun. Dan, ruf den Krankenwagen. Ray, bleib bei uns. Na los, komm schon. Ray? Ray? Ray!